Das ist auch, die Lust ist bei Menschen ein interessantes Phänomen. Wir können aus der Lust mit der Kombination mit unseren Gedanken und Kognition etwas Neues erschaffen. Das ist Ästhetik. Also ein Beispiel. Wenn Sie zum Denner gehen oder Aldi und kaufen sich dafür 5 Franken eine Flasche Rotwein und ziehen die sich rein innerhalb von, sagen wir mal, 10 Minuten. Das ist so kurz, dass sich knallt dann der Akkumbens hoch, der ist richtig aktiv. Aber das ist so eine animalische Variante. Wenn Sie jetzt aber einen schönen Côte d'Or oder Hermitage oder Bordeaux-Rotwein trinken, einen richtig guten Rotwein, mit Ihrer Lebensabschnittsgefährtin abends so am See setzen, ja, Sie trinken diesen wunderschönen Rotwein, genießen ihn, der Akkumbens ist stimuliert, aber ist mit Kognitionen noch angereichert. Und das ist genau das, was den Menschen so besonders macht. Das ist Ästhetik. Wir geben uns dosiert diesen Kick und nicht überdosiert. Und diese Überdosierung, das ist genau das Problem. Und das verwechselt man. Und deswegen kommen die dann auch in diese Situation an, wo sie Game-Chasing machen. Dann freuen sie sich gar nicht mehr über die Belohnung, sondern sie hoffen nicht mehr zu verlieren das nächste Mal. Aber sie müssen den Genuss, der muss kultiviert werden. Und daraus kommt der Genuss für Kunst und Kultur. Wenn sie sich auseinandersetzen mit Gemälden, mit Musik und das so machen, dann haben sie eben diese ästhetischen Empfindungen. Die muss man pflegen. Vielleicht würde ich mich mal interessieren, was machen Menschen, die das nie machen. Also kalvinistische, puritanische Typen. Ja. Obwohl, ich habe da so eine These. Ich sehe mir ruhig über Ihre Antwort. Je plastischer unser Gehirn allerdings ist, unser Cortex vor allen Dingen, desto stärker muss der einzig wichtige biologische Trieb, den wir haben, nur einen, wirklich, implementiert sein, das Fortpflanzen. Das heißt, je plastischer der Cortex wird, desto härter ist der biologische Trieb der Fortpflanzung eingepflanzt. Und deswegen glaube ich, dass wir nie auf irgendwelchen Bergen sitzen werden, meditieren, Hormone rufen und uns nicht fortpflanzen. Wir werden uns immer fortpflanzen. Egal, ob wir am MIT waren, ob wir, was weiß ich, in Uni Zürich studiert haben, ETH oder Stanford oder Oxford, welche Religion wir auch ausüben, irgendwie kommt dieser Trieb, der kommt immer durch. Wir zerstören Königreiche damit, wir zerstören unser Leben damit. Wissend, 50% Scheidungen haben wir, weil die alle fliegen wie die Wilden. Das ist ein extrem starker Trieb. Und der muss stärker werden, aufgrund der Tatsache, weil wir außerordentlich plastisch sind. Und deswegen muss die Fortpflanzung funktionieren, sonst würden wir uns nicht fortpflanzen. Sonst kommen wir wirklich auf die Idee und sagen, nee, machen wir nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Das ist meines Erachtens der Punkt. Und daraus könnte jetzt ableiten, dass im Vatikan da so passiert. Ich glaube nicht, dass die keine Lust mehr haben. Ganz im Gegenteil. Das wird immer noch da sein. Die kämpfen damit. George Clooney's. Also bei der Folie mit dem griechischen Vokabeln und der schönen jungen Frau, da stellt sich die Frage, weshalb, also Sie haben gesagt, es ist eine Fähigkeit, die wir haben, unsere Bedürfnisse zurückzustellen, weshalb sollen wir das tun? Gibt es wie beim Marshmallow-Test dann 2 schöne junge Frauen? Und Sie würden gerne mal einen Röcke-Test teilnehmen. Ich mache auch mit. Ja, ich glaube, wenn Sie das, was ich vorher gesagt habe, wenn Sie es ein bisschen ernst nehmen, daraus können Sie schon die Antwort haben. Für uns ist es wichtig, dass wir nicht die Sklaven unserer Lust werden, sondern für uns ist es wichtig, dass wir die Lust beherrschen. Und dann können wir sie ästhetisch gewissermaßen aufpeppen. Das ist genau der Trick des Menschen.
Wir haben die Möglichkeit, durch unsere Kulturfähigkeit und Sachen zu erringen, die dann zu einem viel besseren ästhetischen Genuss führen, als wenn sie simpel und einfach sich mit bestimmten Sachen auseinandersetzen. Ich meine, ich bin wirklich jetzt nicht, wie Sie festgestellt haben, der wahnsinnig Gläubige, aber ich war in Petersdom und habe gesagt, ist das für ein Gebäude? Ich habe wirklich eine Gänsehaut bekommen. Nicht, weil ich irgendwie so religiös angehaucht bin. Ich fand das Bauwerk unglaublich. Es hat mich angerührt. Dann ist mir dann durch den Kopf gegangen, was haben die Leute alles gemacht? Und die müssen die beseelt gewesen sein, um dieses Bauwerk zu bauen. Ich habe das versucht, kognitiv mein historisches Wissen zu erklären und habe dann eine Rolle entwickelt. Oder wenn ich in die Oper gehe, wenn ich mir ein Opernstück anhöre, mein Lieblingsstück, Auro Amorosa von Così fan tutte, wenn Sie sich mal diese Arie, eines der schönsten Arien, finde ich, wenn Sie die Arie mal analysieren, dann werden Sie feststellen, die unterscheidet sich gar nicht so stark von Robbie Williams' The Feeling. Das ist von der Architektur des Stückes gar nicht groß unterschiedlich. Aber der ästhetische Genuss kommt aus dem Gesamtkonstrukt der Oper zustande, weil der singt das einer Frau vor, die gar nicht seine Ehefrau ist. Der will mit der fremd gehen. Und singt ein wunderschönes Liebeslied. Und sie denken sich, warum hat der Depp das seiner Frau nicht 20 Jahre vorher vorgesungen? Nein, einer wildfremden Frau, die er zum ersten Mal sieht, singt er ein derartig schönes Liebeslied. Und wenn Sie sich das mal durch den Kopf gehen lassen, das ist Ästhetik. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe jetzt verstanden, wie die normale Entwicklung läuft. Wir haben natürlich nicht mit kranken Kindern zu tun, wir haben mit Kindern zu tun, die in schweren psychosozialen Schwierigkeiten groß werden, viel Cortisolausschüttung, wenig Serotonin. Was hat das mit der Plastizität? Also welche Auswirkungen haben wir da und was machen wir da? Also zunächst einmal das, was ich Ihnen gezeigt habe, was für normale Kinder ist natürlich für Kinder mit bestimmten Prädispositionen dramatisch. Stress, Vulnerabilitätsmodell als Stichwort. Wenn Sie eine gewisse Vulnerabilität haben für bestimmte Sachen, sind Sie natürlich extrem empfänglich, gerade in dieser Zeit. Wenn da nicht die Familie stimmt, wenn da das soziale Umfeld nicht stimmt, wenn da keine Regeln vorhanden sind, keine Sicherheit vorhanden ist, keine Bindung spendenden, obwohl Sie sie gar nicht haben wollen eigentlich, aber trotzdem da sein, wenn Rahmenbedingungen da sind, dann brechen die aus. Und das Schlimme ist, was davor passiert. Die Kinder müssen davor über die Vorbildfunktion ihrer Eltern, durch das implizite Hineinlernen in ein Regelsystem und eine funktionierende Familie lernen, wie der Umgang mit Menschen funktioniert. Und wenn vor der Pubertät diese Lernphase defizitär ist und dann rutschen sie dann in die Pubertät ein, dann haben sie ein Problem. Beispiel. Bevor ich nach Zürich gekommen bin, war ich 5 Jahre ein Professor in Magdeburg. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen gehabt, dort als Gutachter tätig gewesen zu sein, zur Beurteilung der rechtsradikalen Jugendlichen. Das sind die Skinheads mit den Springerstiefeln. Die ich da untersucht hatte, waren 14 bis 22 Jahre alt. Ungefähr 150 habe ich da untersucht. 400 gibt es ungefähr da in Magdeburg. Und das Interessante war, die 150 gleichen sich in ihrer Entwicklung ziemlich fast identisch, mit so kleinen Nuancen. Ich versuche das immer abzukürzen. Sie sind aufgewachsen in Familien, wo überhaupt keine Vorbilder waren. Null. Sie haben ihre eigenen Eltern sogar abgelehnt. Das waren auch besondere Varianten von Eltern, Alkoholiker und so, auf Straßen, Mutter steht in der Straßenecke und so Geschichten. Keine Vorbildfunktion. Sie haben sie abgelehnt. Und dann lernen sie in dieser Zeit auch keine Regeln. Die wachsen in einem luftleeren Raum auf. Und die kommen dann in die Pubertät und dann beginnt etwas, was mich immer wieder fasziniert hat. Bis heute fasziniert mich das. Diese Kinder, die keine Regeln gelernt haben, beginnen in der Pubertät, das strengste Regelsystem sich freiwillig auszusuchen, das es überhaupt gibt. Die gehen in die rechtsradikalen Vereinigungen rein. Da wird geschlagen, da wird Fememord gemacht, da wird bestraft, wo es nur geht. Aber da geht die freiwillig hin. Das hat mich immer fasziniert. Wenn der Vater mal zu Hause im Anflug einer erzieherischen Motivation irgendwas gesagt hat, hat er gar nicht drauf gehört. Ging aber freiwillig zu seiner Gruppe und wenn dann der Vorsteher dieser Gruppe irgendwelche Befehle gegeben hat, die haben mich ausgeführt, ohne mit der Wimper zu zucken.
und haben dann gewissermaßen sich anderen Gruppen, also den nicht den Gruppen zugehörigen, brutal verhalten. So kam das dann zustande, dass die irgendwelche Leute, die nicht zur Gruppe gehörten, mit Baseballschlägen halt totschlagen und keine Empathie empfinden, weil die nicht zu ihrer Gruppe gehören. Das hat mich immer fasziniert. Kinder brauchen in der Entwicklungsphase vor der Pubertät enorm viel Zuwendung, Regeln, die sie implizit lernen, Vorbilder. Und dann kommen sie in die Pubertät rein, dann haben wir große Schwierigkeiten, sie zu handeln. Wir sind dabei, so ein bisschen uns aus den Fingern verloren zu gehen. Aber wir müssen dabei bleiben. Aber vorher müssen wir viel investieren, damit sie in dieser Zeit, wo es schwierig ist, schon etwas an Verhaltensalternativen mitbringen. Und dann müssen wir ihnen helfen, diese Zeit zu überbrücken. Wir müssen gewissermaßen wie so ein Engel sie begleiten. Die werden hinterher alle vernünftig, da sind wir ja auch geworden, mehr oder weniger. Die Vulnerabilität, die steckt nämlich da drin. Und das, die Phase in der Pubertät, wenn Sie dann mit 12, 13 da reinrauschen, mit einem defizitären Lernhintergrund, das ist ja das Gefährliche gerade. Wenn Sie dann in die Pubertät rutschen, da rutschen die meisten dann auch ab, gerade in der Pubertät. In alle möglichen Varianten, die